Guten Tag. Schön, euch zu sehen. Bleibt ein Weilchen und hört zu. Hallo, Freunde der leichten Unterhaltung. Da sind wir wieder bei Racer 7 Streckenvorstellung. Heute in Zakir Bahrain. Und dabei ist der Alvo. Servus und hallo. Das ist die Strecke hier. Bahrain. Eine Formel 1 Strecke. Wird doch immer im... Die nicht im Dunkeln befahren? Das ist doch die, ne? Nachts wird die auch eigentlich hier fahren. Saisonabschluss, meinst du? Nee, das ist Abu Dhabi. Bahrain ist dritte, vierte Strecke. Ah, die wird doch, glaube ich, auch immer. Echt? Die wird da. Und hier haben sie halt die. Hier haben sie auch die Flutlichter nicht. Sonst stehen hier sonst die ganzen Flutlichter. Oh, oh Gott! Tom B. hat dich abgeschossen. Ja, ich glaube, ich habe aber auch jemanden. Bahrain gibt es in zwei Varianten: in der langen und in der kurzen. Ich hab schon wieder Spaß. Nee, ich wollte gerade ein bisschen langsam machen durch die ganze Abkürzung hier. Eri? Boah, Alter! Ja, und da es verschiedene Layouts sind, wird dann die nächste Folge die Kurzvariante sein. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr wisst, ob zufällig das bei den F1-Spielen von Rotzmasters die Kurzvariante da man spielen konnte. Bin mir nicht mehr so sicher. Zwischen uns auf jeden Fall sehr spannend. Weg. Da musste ich ausweichen, sonst hätte es geknallt. Hatte ich aber Glück an derselben Stelle mal bei F1 tatsächlich hinbekommen, nein, so ein Manöver auch wie du gerade. Weg. Sektor 2. Ja, man muss wirklich sagen, dass diese Strecke im Vorderreifen noch. Man muss wirklich sagen, dass diese Strecke im Dunkeln noch so halbwegs geht. Aber so am helllichten Tag. Am helllichten Tag sieht das halt wirklich aus wie hingeschissen in dieser Wüste. Also das ist ja hässlich wie die Nacht, doch. Hässlich wie ein Laternenfall. Also, wirklich. Aber was würden wir ja die Formel 1 Fahrer und alle Typen sagen, ja, ach, das ist so eine tolle Strecke. Eine tolle Strecke, ich liebe sie einfach nur. Mitten in der Wüste, ja. Dieses Flair und diese Atmosphäre, die hier aufkommt. Ich müsste so ein Wüstenmonster einfach diese ganze Scheiße einfach. Das ist halt wieder so ein richtig natürlich gewachsener Kurs. Weg. Nein, wir haben da gar nichts getan. Wir haben da einfach so ein paar Samenkörner von so Strecken genommen und Formel 1 Weltmeister. Und dann ist die da so entwachsen. Ist dem Tierke da wieder was entwachsen? Aus der Hose. Und wenn dem Tierke was entwächst, ist es nie was Gutes. Ich glaube, von 1000 designten Strecken ist vielleicht eine gute dabei rausgekommen. Also, das Verhältnis stimmt nicht. Sie wird schon ahnen, dass wir welche Noten wir der Strecke in etwa geben. Ich weiß selber noch nicht genau, aber so ist es nicht. Weg. Weil wo räumt fröhlich deinen auf? Weg. Ja, so wie gesagt, in der Nacht kann man so irgendwie diese ganze Scheiße hier nicht. Es ist doch Kopf auf die Idee. Du hast hier nirgendwo das weiter Tribünen. Was ist denn das für eine Rotze? Da ist ja echt nichts. Da ist ja gar nichts da. Nicht mal irgendwie Vegetation oder so. Da ist ja alles weggeholzt und zugeschissen. Also eigentlich das ist wirklich nur Wüste hier außenrum. Mhm. Das ist ja nicht Schlimme. Das haben sie ja einfach hingebatscht. Ich weiß nicht mal, wie die Leute hier hinkommen. Das ist ja. Wenn die hier hingeflogen sind. Ja, du siehst ja nicht mal irgendwelche Erhöhungen oder so, sondern alles so flach und karg. Na, du hast halt wirklich außen nur diese ganzen Wüstenberge. Ja, aber wenig. Oder hast du. Also so einen richtig schönen Wüstenberg hättest, aber. Ich wusste nicht, dass Wüste schön sein kann, generell. Also wenn ich mal in der Wüste bin, dann will ich hoffen, dass ich eine Fata Morgana habe und was anstatt Wasser
Also wenn, einfach den Sand, wenn ich jetzt an Grand Prix 2 denke, an den Pyramiden-Grand Prix, den ich mal hier gestellt habe. Hallo Jake. Hallo. Dann ist das eine schöne Wüste. Das hat Spaß gemacht mit der ganzen Pyramiden im Hintergrund. Das war ein bisschen abwechslungsreicher als die Scheiße. Wir fahren gerade Bahrain, Jake, und nehmen auf. Hallo. Ah ja, hallo. Bahrain ist scheiße. Vor allem Bahrain-Tag, da sieht man erstmal, wie hässlich diese ganze Scheiße ist. Bahrain habe ich ja auch sowieso nicht, also nichts verpasst. Muss gucken, ob du welche Variante du vielleicht hast, weil es gibt zwei. Ey, Bahrain habe ich gar nicht. Eine unter Add-on und eine unter Extras. Bahrain, Paddock, also die lange und die kurze Variante. Jake, vielleicht weißt du es. Ja. War die kurze Variante bei den F1-Spielen auf einmal dabei? Die Kurzvariante? Die ohne Entenschnabel? Ah, die ohne praktisch ersten Sektor. Also ja, die erste war bei 2018 oder 2017. Alter, fahren wir halt... Soll ich es nochmal wiederholen? Ja. Jo. Die war bei 2018 oder 2017 dabei. Okay, danke. Bremst da wie ein Vollidiot, der Tomczyk. Da muss man halt mal wegräumen. Wie muss man Aufräumkommando machen. Die Strecke fahren wir jetzt 10 Minuten knapp noch. Und wenn jetzt der Jake wieder auf der Büse oder auf der Welt, also die nächsten Folgen dann wieder Strecken kommen, die wir alle haben. Das heißt, die Kurzvariante von Bahrain Paddock seht ihr dann ein anderes Mal, kommt also dann auch nicht gleich im Anschluss. Aber weil da halt wirklich gar nichts ist, würde ich mit einer Bewertung eine 3 oder sowas sagen. Also ich werde diesmal auch die schlechteste Benotung, die ich je hatte. Bislang war ja die 5 die schlechteste, ich sag 4. Oh! Nein, doch 3. Also echt gar nichts. Null Flair. Boah, Tomczyk, du gehst mir echt am Sack. Wie oft soll ich dich noch umdrehen? Das ist leider jetzt halt auch dieses fuck, ey. Die Sache, dass wenn es die Le Mans-Macher gewesen wären, die hätten es vielleicht so wirklich die Strecke jetzt hier gemacht, so wieder auch so ein bisschen versucht, dunkel zu halten. Aber das ist halt okay, diese ganze Flutlichterwald, wie der Michi ja Greg mal nennt, oder wie er es nennt hier. Das haben sie hier vollkommen nicht drin gemacht. Wenn das im Dunkeln, dann geht es noch halbwegs noch. Der wäre wahrscheinlich von der Note her eins nach oben gegangen. Und dann kann man die Scheiße wenigstens noch ertragen und die ganze Kacke da außen rum. Aber so im Hellen ist das ja wirklich hier. Also Wahnsinn. Die Kohle, die dahinter steckt, um so eine Scheiße hier auszutragen, alle hier. Die hätten auch mir geben können. Da, oder die Michi zum Zeichnen in einer Strecke, die wäre sinnvoller gewesen, als wenn das Scheiß in der Tiefe verbrochen hat. Ist doch wahr, ey, also. Jake, was sagst du zu Bahrain? Oh, boah, ich kann es natürlich jetzt nicht per se auf Race beziehen, aber ich denke mal, meine Benotung wäre ungefähr in eurer Kategorie gewesen. Bahrain da raus. Du willst auch nicht, dass ich da an die Wand fahre, Alter. Klicke ich da so ein Ding raus. Bahrain da raus. Ah, Scheiße! Irgendwie, glaube ich. Warum ist eigentlich das Gras hier ja aus dem ersten Sektor? Da ist Gras. Wir haben hier hinbekommen. Ja. Krass, Mann. Der Tomczyk fährt ja immer noch. Bist du draußen? Mhm. Oder fährst du in die andere Richtung? Nein! Ich war hier auf der 9, jetzt 10. Alter, Tomczyk, du willst mich doch verarschen. Oh! Verficken will er dich. Kriegt ihr die Bums? 6 Minuten auf der Uhr. Spannend hier. Ich glaube, ich schmeiß gleich weg und guck mal die TV-Perspektive an. Ich habe echt keinen Bock auf die Scheiße. Ja, liebe Kinder, ja, liebe Zuschauer, das ist mal Motivation. Spannend wäre doch damals, glaube ich, so in den 80ern so ein Grand Prix gewesen: West- und Ost-Berlin, oder? Aller feinst. So, einfach mal dann die Mauer so ein bisschen öffnen, dass die Autos dann in den Ostteil fahren und wieder zurück und die Grenzsoldaten schießen noch ein bisschen. Das wäre doch. Plötzlich tut sich dann eine Mauer auf. Hat auch circa so ausgesehen, oder? Im Osten.
So wie teilweise jetzt ist, kann man denken, es war nicht so viel anders. Ah, vierter Joker. Juhu! Ja! Hallo. Hey! Hallo Kenny, wir sind in der Aufnahme. Hallo. Mr. Kenny, stopp. Na, Nickerchen gemacht? Jo. Nacht, Jake. Jetzt geht das wieder los. Gute Nacht, John Boy. Nacht, Ken Boy. Ach ja, wach rein, eine Strecke. Das ist einfach nur eine Vergewaltigung. Ja. Dem ist nichts hinzuzufügen. Überleg sogar, ich eine 2 gebe. Da kann ich auch einen Schlaganfall bekommen, das ist ja wesentlich angenehmer, als die Kacke hier zu fahren. Also das ist nicht schön, nein. Sowas zu sagen. Nein, das geht nicht. Nicht auf YouTube. Tomchik lebt auch noch. Er hat auch 10 Leben, so eine Katze. Hat die nicht 9 Leben? Hm. Tomchik hat 10. Tomchik ist die verbesserte Katze. Verbesserter Terminator. Ja, ich bin der Tomchik. Ich bin der neue Katzenmärtor. Genau. Was war die Baby? Schreibt es gerne in die Kommentare, wie es euch gefällt, die Strecke. Welche Benotung ihr geben würdet. Kann ich nicht die Schilder hier umholzen? Hey! Bam! Oh. Einfach mal ein bisschen ausprobieren hier. Wo haben die das Grün her? Hier? Wie haben die den Rasen hier verlegt bei der Sonnenbelastung? Das kann ja nur Kunstrasen sein. Wie bei der Piefgesage, alles Kunstrasen. Mal für die Fans. Diese Tribüne. Und hässlicher geht's ja auch nicht. Ja, vor allem sieht es so wenig aus. Mhm. Als ob da was Platz für Schieß mich tot ist. Aber bauen sie auch nicht die ganze Scheiße, die da sitzen. Der ist denn so. Der ist denn so wirklich dämlich und guckt sich oder. Holt sich ein Ticket im Bach rein und. Oh Gott. Aber fliegt in ein Land, wo es sonst nichts gibt. Also, dann sind wir ja mit der nächsten WM in Katar ja einer oder gleicher. Also wieder die übelsten Dubelappen, die sich da Tickets holen und dann da wirklich hinbegeben. Vor Weihnachten. 2022. Das wird schön. 7 Tage zwischen letzten Bundesligaspieltag im November und Anfang der WM. Herzlichen Glückwunsch. Da wird der Klopp schon wieder streiken, wenn er noch in der Bundesliga wäre. Nein, das macht man nicht. Nee, schick mal 2 Kader hin. Wir haben's ja. WM fällt aus für uns. Aber wir kriegen die Kohle doch, oder? Wenn wir antreten, wenn wir nicht antreten, nehmen wir. Okay, wegtreten dann. Wir wegtreten. Wenn wir wegtreten. Ach, die Zeit vergeht ja aber auch gar nicht bei der Scheiße. Da hatten wir vorhin Grand Prix, so ist das richtig. Ich guck schon seit 20 Minuten bei dir zugefügt. Fühlt sich an wie eine Stunde. Ja, es ist wie so ein ganzes Race-Rennen, hier Race-Rennen. Ja. TV-Perspektive ist wenigstens hübsch, da könnte man 0,1 Punkte nach vorgehen. Ich gebe nur 3,1. Heute bin ich gut gelaunt, da gebe ich 3,1. Da kommt die KI raus, man. Was ist der Tomchik? Es war der Tomchik. Ich zieh so leicht nach links. Dass der wirklich alles überlebt. Oh, man. Der hat seinen Spaß.
mit seinem Nürburgring Nordschleife-Auto. Bin auch nicht fertig hier, Tom Jake, komm her. Dass der Jake gar nicht Nordschleife. Sagt. Nordschleife-Auto? Mhm. Scheiße! Hast du den immer noch drinne? Jo. Cool, da ist jemand, der noch den Skin hat. Ich weiß nämlich gar nicht, ob ich die ganzen Skins noch hab, die ich in der Vergangenheit gemacht habe. Kannst du dir die bitte irgendwo absichern? Nee, die von der letzten WM. Ja, aber da hat doch Tom Schicker. Ach so, den Skin. Ach, der ist mir doch egal. Den mache ich jederzeit wieder. Den kannst du den Arsch schieben. Den mache ich jederzeit wieder. Der war nichts Besonderes. War er auch nicht. Es ist sowieso schwierig, einen Skin, der so aussieht wie der von Tomchik da gerade, als besonders zu bezeichnen, wenn man dann so einen wie zum Beispiel den jetzigen vom Kenny sieht. Oder vom Beister. Oder vom Valvo mit seiner Köppe da drauf. Oder auch von... Wie heißt der? Joker? Nee, das, ich werde gar nicht am Ehen. Ich dachte, meiner war nicht so besonders. Er war einfach so hingerotzt da. Mir doch Race 07 abgekackt. Ach ja, endlich. War's ist das? Die Scheiße vorbei. Gratuliere. Ich will mich jetzt erhängen. Das macht mehr Sinn. Als diese Strecke. Die TV-Perspektive ist ja auch geil, wenn man auf dich guckt. Da liegt so eine Klonarmee im Vordergrund aus lauter Bombenlegern. Und wie du in der Box stehst. Die Box ist ja auch richtig schön animiert, ey. Ja, das passt doch. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Das habt ihr richtig prima hingekriegt, Formel 1, also an der Strecke dahin zu rotzen und den Titel wieder gemacht machen zu lassen. Und welche Sülz Motorrad oder so, WM fährt doch der Glückhofer. Beißlers Mikroauto steht auch an der Box. Da habe ich keinen Bock rauszufahren. Nein, nein, den shoote ich mir nicht. Torrad WM fährt in Bahrain. Fahren die nicht auch da? Ich glaube, die fährt in Katar. Ja, da fahren sowas, die mal in Bahrain fahren. Ach, warte. Egal, Hauptsache wir sind vorbei. Ah, vielen Dank an Valvo mit Racen, Jake und Kenny mit dabei sein. Ja, ich wünschte, ich könnte sagen, es hätte mir Spaß gemacht. Vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Ja, bitteschön. Schreibt in die Kommentare, wie ihr die Strecke findet. Ich gehe mir jetzt eine runterholen. Ne, die Augen ausstechen. Lass die Hunde rein. Dann sehen wir uns. Das ist dasselbe, danach bist du blind. Ja. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Meinst du, Jake? Weiter rasselt. Ey. Wie eine Klapperschlange. Bis dann. Tschüss. Wieder, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.